Mehrere hundert MotorradfahrerInnen haben in Paris gegen die Einführung von Parkgebühren für Zweiräder mit Verbrennungsmotor protestiert. Seit dem 1. September müssen Motorräder und Motorroller für das Parken auf den Straßen der Hauptstadt bezahlen. Besonders Geringverdiener würden darunter leiden, so die Kritik. Am stärksten betroffen von dieser Maßnahme sind Menschen aus der mittleren und unteren sozialen Schicht, die wegen hoher Mieten keine andere Wahl haben, als außerhalb von Paris zu wohnen und in die Stadt zur Arbeit kommen müssen. Sie müssen motorisierte Zweiräder benutzen, weil sie oft zu Zeiten arbeiten, zu denen keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Die Verkehrsmittel für diese Menschen sind nicht gut organisiert. Mit der seit Jahren diskutierten Maßnahme sollen die Luftverschmutzung und Lärmbelästigung reduziert und eine umweltfreundlichere und sanftere Mobilität gefördert werden.